Jo, moin, willkommen bei Bodybuilding Impuls. Ich bin Janimon, heute mal ein Video mit mir. Wir stehen hier vor der Hardcore Station. Ich werde ein bisschen Brust-Trizeps trainieren und werde euch da ein bisschen mitnehmen und jawohl. Die Rotatoren zum Aufwärmen mache ich jedes Training eigentlich, wo ich den Oberkörper trainiere. Man sieht immer nur, man trainiert meistens die äußeren Muskeln, aber die inneren vergisst man, wie zum Beispiel Rotatoren. Und wenn sich dann so ein Ungleichgewicht aufbaut, dass die äußeren Muskeln viel stärker sind als die innen, dann steigt das Verletzungsrisiko. Deswegen immer Rotatoren trainieren. Brust mache ich meistens irgendwas, was den Stretch noch mal fördert. Ich habe gemerkt, das ist auch gut fürs Verletzungsrisiko, also dass man das ein bisschen vorbeugt, wenn man erstmal eine Stretchübung macht. Nicht ganz so schwer und dann kann man zu den schweren Druckübungen gehen. Außerdem Befürworter von kurzen Pausen und viel Volumen. Auch das wiederum hat sich bei mir so eingebürgert, einfach um das Verletzungsrisiko gering zu halten. Wenn man zu lange Pausen macht und dann zu schweres Gewicht benutzt, dann reißt gerne mal was ab. Und das Wichtigste im Sport ist ja auch auf dem Training jetzt bezogen, dass man sich nicht verletzt und einfach konstant Progression machen kann. Und das versuchen wir hier. Wichtig auch nochmal für große Leute, weil das viele große Leute mir mal sagen, so ich kann nicht richtig Brust spüren, wenn ich Bankdrücken mache. Hier ein, zwei Tipps von mir. Erstmal, lasst euch nicht von 1,70 Helden irgendwie sagen, dass eure Range of Motion so und so sein soll. Also bei mir ist es so, ich komme nicht ganz runden in den Stretch rein, dass die Stange auf der Brust sitzt. Liegt einfach auch an der Armlänge. Plus nochmal nicht ganz ausstrecken, weil das letzte Stück würde Trizeps und Schulter machen. Deswegen meine Range of Motion sieht so aus. Auch wenn das in manchen Augen nicht perfekt sein soll oder so, ich spüre die Brust ideal. Ich habe keine Belastungen auf der Bizepssehne oder auf den Rotatoren. Und so soll das sein. Deswegen für alle Großen Range of Motion beachten. Wichtig noch, Brust raus, Schulterblätter zurück. Das ist mit das Wichtigste, was ich jedem immer sage. Und dann spürt man auch die Brust richtig. Wenn es an die schweren Arbeitssätze geht, mache ich immer noch kurze Pausen, weil man muss nicht der Stärkste im Gym sein, aber man muss die stärksten Muskelreize setzen und deswegen Pausen kurz, auch bei den schweren Arbeitssätzen.
machst du so einen Schnitt? Ich mache so 5-6 Übungen, aber wie gesagt, relativ kurze Pausen immer. 1-2 Aufwärmsätze immer noch und dann die Arbeitssätze. Und die Arbeitssätze machst du nach Gefühl oder hast du so feste Sätze? Nee, ich mache immer nach Gefühl. Guck halt, dass ich mich ein bisschen pushe, egal ob das jetzt auf Pausenzeiten bezogen ist oder auf Gewicht oder auf Muskelgefühl auch manchmal. Und genau, ja. Bei Trizeps immer nicht wissen, der meiste Anteil vom Trizeps, das macht tatsächlich der innere Kopf aus, nicht der äußere. Die meisten machen immer den hier und so für den äußeren Kopf, vergessen aber den inneren zu trainieren. Die beste Übung für den inneren, ich habe 2 Übungen, ist einmal die hier, Reverse Trizeps Pushdowns, so, und die zweite wäre mit Kurzhandel, das seht ihr nachher auch, einarmiges Trizeps drücken, schön auf den inneren Kopf. Und Dips mache ich auch noch sehr gerne am Ende. Das macht so den ganzen Trizeps und wirklich nur einen kleinen Anteil für den äußeren Kopf. Freunde, ich danke euch fürs Einschalten. Das war ein kleines Brusttraining von mir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Folgt mir und folgt Bodybuilding Impuls. Ansonsten, das ist die Hardcore Station, Top Studio und ansonsten bis später. Peace.